Moin Moin, mein Name ist Christoph, Spitzname Pumpe, und ich habe mir überlegt, einen Vlog zu starten. Ich war gestern schon am Deich, ein bisschen Landboarden machen, und das war so cool, da schien die Sonne, es ist zwar gerade total Nebel, aber ich bin wieder auf dem Weg zum Deich und ja, wollte mein erstes Video machen von der Landboard-Session. Und würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Vorab hier schon mal ein Eindruck, wie es aussieht. Okay, dann gleich am Deich geht's weiter. Moin, so, da wären wir. Jetzt geht's weiter. Also das sieht schon mal echt super herrlich hier aus, trotz des Nebels. Ja, jetzt werde ich mich umziehen, fertig machen und dann geht's los. Können wir gerne reingucken. Hier habe ich mein Landboard. Das kommt mit. Und heute nehmen wir den kleinen 6er Peak 3. Ich hoffe, der Wind reicht, aber auch wenn es kein super Action wird, gemütlich ein bisschen rumcruisen, ist ja auch ganz nett. Okay, ich schmeiß mich dann jetzt hier in die dreckigen Klamotten von gestern und dann geht's gleich weiter am Deich. So, ordentlich eingemurmelt, damit ich nicht friere. Ja, Knieschoner an, Board und Kite dabei. Mit Glück kommt die Sonne auch noch ein bisschen durch. Gut, auf geht's. Gucken wir mal, wie es auf der anderen Seite vom Deich aussieht. So. So. Ja, heute ist Ende Februar. Wie gesagt, mein erster Vlog. Und nicht das beste Wetter. Aber ich freue mich. Wind ist hier hinterm Deich natürlich noch kaum zu spüren. Ah, hier kommt ein bisschen. Ja, das soll nicht mal 10 Knoten sein heute. Ich würde auch sagen, fühlt sich nach 7, 8 Knoten an. Ja, wenn es keine Windlöcher gibt, die wir hier ja normal am Deich an der Nordseeküste zum Glück nicht haben, dann sollte das gemütliche Rumcruisen doch klappen. Ich schwenk mal rüber. Wasser ist da, aber Süßigkeiten auf dem Wasser, ist mir das jetzt hier Ende Februar noch zu kalt. Ich glaube, wir haben 5 Grad Außentemperatur. Und ja, in Daunenjacke geht das ganz gut. So, wir können mal auf dem Board vielleicht ein paar Meter runter rollen. Die Seite vom Deich natürlich besser. Aber guck mal, ich denke, ich werde das Handy hier mal abstellen und ihr könnt zugucken, wie ich aufbaue. Okay, mal sehen. Okay, alles klar. Ich werde mal die Kamera switchen. Klappt das nicht? Nicht im Video, ne? Oder hier? Ah, okay. Mach mal kurz aus. Und wie geht das so? Wo ist denn der?
Ah, ich erkenne. Okay, sorry, das ist so ein bisschen langweilig. It's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Ich glaube, das sollte reichen, um ein bisschen rumzukruisen. Da die Leute haben auch erstmal eine Aufnahme gemacht. Hat sich zum Glück hier noch nicht so verbreitet, das Landboarden am Deich. Okay, wollen wir mal schauen. Ich denke, ich werde auch gleich starten hier. Ja, guck mal, der Typ ist ganz interessiert. Ein bisschen für Leute, dann fahre ich mal lieber in die andere Richtung. Okay. Das Board steht bereit. Auf geht's. Ja. Okay.
herkommt. Dass das herkommt, damit ich genug Geschwindigkeit kriege. Ah, so geht's doch. Ah, da hinten kommen schon wieder Leute. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Es rollt, Baby! Es rollt! Ist das cool, oder? Direkt hinter mir. Ein Traum. Ein Traum. Oh, ich liebe diesen Sport. So, hier mal die Kante hoch. Die Leute aus dem Weg zu fahren. Ups. Okay. Ja, da genug Druck. Aufpassen. Moin. Moin. Ja. Yeah. Handschuhe anziehen, ey. Kalt an den Fingern. Schön. Ja, erste Fahrt hat schon mal gut geklappt. Gut, ziehen wir jetzt Handschuhe an, fahr langsam in die andere Richtung und ja, mach dann nachher gleich nochmal eine neue Aufnahme. Okay, bis gleich. Ha, cool. Hab Handschuhe an. Damit habe ich die Aufnahme nicht starten können, aber mit der Nasenspitze ging's. Ja, ich bin halt gerade schon die 50 Meter wieder zurückgefahren, vorsichtig an den beiden älteren Herrschaften vorbei. Und ja, jetzt würde ich ziemlich lange in die eine Richtung fahren, was ich gestern schon gemacht habe, und würde euch einfach mal mitnehmen wollen. Ja, wie gesagt, ist nicht viel Wind. Gefühlt jetzt nur noch so 6-7 Knoten. Aber um auf dem Teer lang zu rollen, reicht das. Gestern bin ich hier schön auf dem noch von Schafsscheiß befreien Deich richtig gut rumgeheizt. Und ja, es schien auch die Sonne. Eine Hammer-Session gestern. Und leider bin ich jetzt heute auf den Weg gekommen. Ja, mal eine ganze Geschichte zu machen. Die Sachen von und gucken, ob ich diese ganze Geschichte überhaupt ja, bei YouTube reinstellen mag. Das muss ich mir heute Abend nochmal in Ruhe überlegen. Aber gut, hier sind wir und ja, wenn wir mit Hunden spazieren gehen, sieht man hier öfter, aber zum Glück nicht. Der Wind mich hier die Rampe hochzieht. Ah, wir kriegen Fahrt. Cool. Hört ihr das Möwengezwitscher? Das ist echt ein Traum. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht über den Deich hinausschieße. Okay, umlenken. Ah, ein kleines Stück geht noch. Ja, da hinten habe ich den Park. Das ist der Parkplatz. Natürlich jetzt im Nebel nicht zu sehen. Und wieder zurück. Scheune für die Schafe ist auch noch gar nicht aufgebaut. Ganz cool, bin ich gestern oben auf dem Rasenteil
durchgecruised hier. Ja, jetzt kommen wir hier so ein bisschen, naja, das nicht. Ein rustikalerer Weg hier am Deich, aber auch noch gut fahrbar. Okay, ich werde jetzt die Aufnahme anhalten erstmal und wenn ich dann in 5 Kilometern hinten an der Schleuse angekommen bin, dann gebe ich euch noch mal ein paar Eindrücke. Gut, bis nachher. Ciao. So, da bin ich jetzt so, schätze mal, weiß nicht, 2 Kilometer weiter diesen Weg lang geholpert. Jetzt kommt wieder glatter Teer, Asphalt und auch eine Rampe hoch. Die würde ich jetzt auch noch mal versuchen hochzufahren, wobei der Wind, glaube ich, gerade ein bisschen nachlässt. Mal gucken, ob das noch klappt. Hier. Aua, da fällt mir doch der Kite runter. Aua. Viel Wind ist da gerade nicht mehr. Aber ich komme hier tatsächlich noch den Deich hoch. Aufpassen, dass der Kite da oben nicht gleich runterfällt. Aua. Ich fahre hier mal ein Stück auf. Oh, Alter. Ein Stück aufs Gras. So, Blick auf die andere Seite. Und es geht zurück. Mach das okay. Und wir wollen weiter in die Richtung. Ah. Oha. Ah, komm schon. Komm schon. Ja. Ziemlich. Sogar übers Gras. Ja, cool. Ah. Klappt doch. Ja, mit einer Hand ist es auch nicht ganz so einfach für mich, aber wert. So, jetzt aufpassen, dass ich hier nicht gegen so einen Pfeiler crash. Ja. Passt. Okay. Ja, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu viel. Ich nehme euch einfach nochmal ein Stück mit hier. Auch nicht zu langweilig machen. Ich schalte gleich am Ziel nochmal ein. Bis gleich. Hey, die Sonne kommt gerade durch und ich bin noch nicht am Ziel, aber ich dachte, ich nehme euch nochmal mit. Da 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 da
Verkehr mit Hund. Seht ihr? Fußgänger. Okay, wie ihr seht, sieht mich. Hoppala. Ja, okay. Bis gleich. So, weiter geht's. Jetzt sind wir gleich am Ziel. Da ist schon die Schleuse in Sicht. Und ich weiß natürlich nicht, wie schnell ich fahre. Aber ihr seht, den Fahrradfahrer, den habe ich gerade ein bisschen abgehängt. Also, ja, weiß ich, 25 km/h kriege ich schon drauf, denke ich mal. Gut. Jetzt muss ich natürlich hier ein bisschen aufpassen an der Schleuse. Aber ich versuche es mal mit einer Hand. Da oben ist das Schleusenhäuschen. Jetzt natürlich ein bisschen Glück mit dem Vogel. Ich will nicht so gut sehen. Ein Stück weiter noch. Alles schön kontrolliert. Wunderbar. So. Dann werde ich mal mein Lampboard hier stehen lassen. Fahrradfahrer nimmt den anderen Weg. Da hoch auf den Deich, die Rampe. Wahrscheinlich geht es dann auf der anderen Seite vom Deich weiter. Obwohl man hier natürlich auch wunderbar rumfahren kann. Ja, machen wir hier eine kleine Pause. Ich werde mal ein Stück ans Wasser gehen. Kaum zu glauben, vor 2 Wochen war das hier noch alles zugefroren. Und die Nordsee hatte seit Ewigkeit mal wieder Eisschollen gehabt. Ja, Lama. Der Fahrradfahrer macht sich da oben auf den Weg. Akku gleich leer. Okay, ich werde dann hier auch die Aufnahme beenden. Vielleicht, wenn der Akku reicht, nachher nochmal beim Abbauen einen kurzen Film machen. Ansonsten, ja, sage ich schon mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht so super Action war. Aber das kann ja in den nächsten Videos dann noch folgen. Okay, dann ciao. Ui, da ist mir der Kiter fast ins Wasser gestürzt. Videos zu machen und Landboarden zugleich, gar nicht so einfach. Okay, aber ich glaube, ich habe alles unter Kontrolle. Bis demnächst.